So, hätten wir das auch durch. Jetzt Haunted. Jetzt müssen wir sehr stark sein. Aua, aua. Jens zieht sich jetzt Gummihandschuhe an. Das hat sich gerade angehört, als würdest du dir Gummihandschuhe anziehen. So Latexhandschuhe aus dem Krankenhaus. Ich gieße mir eine wunderleckere Cola Light ein. Das ist aber überhaupt nicht gesund. Wieso trinkst du Cola Light? Erzähl mal. Weil ich verstehe das Konzept nicht, warum man diese Light-Getränke trinkt. Ich habe Cola Zero gestern getrunken. Zu meinem Döner. Wegen Kalorien. Ja, das ist ein Punkt. Wenn ich schon irgendwie so eine fettige Scheiße fresse, dann muss ich mir nicht noch irgendwie einen Liter Zucker hinten drauf kippen. Ja, aber Süßstoff, jetzt ist er nicht wirklich viel gesünder, oder? Ja, doch. Kommt drauf an. Wenn du Gewicht verlieren willst. Also ich habe mir so Prämisse gemacht, ich trinke keine Kalorien. Punkt. Und das zweite Problem ist, ich muss ganz dringend meine Hausverwaltung anrufen. Mein Wasser stinkt wie feuchter Keller. Oh, das ist eklig. Du meinst ja. Urologen. Das, was aus meinen Wasserkränen... Ach, Kräne hat der Herr, oder? Kräne! Ja, ich kann aufdrehen und zudrehen und es plätschert einfach so. Könntet ihr bitte anmoderieren und das Thema wechseln? Quasi vom Dauerkauf. Ich habe eine sehr bildliche Vorstellung. Das ist ja sehr schön. Herzlich willkommen bei Minigolf mit Freunden. Ich sollte mal keine Freunde gefunden haben. Es ist gerade sehr dunkel hier. Haben wir hier Jens aus der Dunkelkammer und Nils aus München. Und Jens. Der Einzige, der nicht aufnimmt und streamt, aber... Doch, du streamst, ne? Nee, ich streame jetzt gerade nicht. Ah, dafür anmoderiert. Ah, ich habe gestreamt. Jetzt streame ich nicht mehr. Jetzt streame ich wieder. Und der eine Jens, der den anderen einfach unterbricht, weil er ein Licht anmachen will. Und natürlich. Wir spielen jetzt Geisterbahn. Und es wird furchtbar werden. Achtet mal auf die Musik. Aber es ist alles Musik. Besser als S. Hier unten könnt ihr fliegen! Wie als S? Na, es gibt doch eine Neuverfilmung von Stephen Kings. Achso, ich kenne nicht mal die Altverfilmung. Ich kenne nicht mal das Buch, weil ich Stephen King nicht ertrage. Ich kann da nämlich nicht schlafen. Deshalb lese ich den nicht. Aber wir sollten ein Horrorspiel spielen. Nee! Sowas wie Resident Evil 7 Biohazard? Nee. Nee, irgendein Horrorspiel halt. No way. Ja, das ist schon Horror, oder? Elvira, Mistress of the Dark. Ja, das ist, hallo, Titten in the Dark. Waiting for players to spawn. Ja, ich hab wieder den blauen Kreis. Ich dachte, du hast schnelles Internet. Aber langsam. Ja, aber immer noch eine langsame Festplatte. Das ist tatsächlich so eine drehende, etwas, was ich von der Steuer ändern wollte. Warum eigentlich? Weil die hier rumlag. Das ist kein Grund. Fragst du jetzt, warum er das ändern möchte? Nee, warum er die noch hat? Achso. Ich habe ja kein Geld und ich habe keine mehr. Doch, in meinem Mac ist noch eine drehende. Überlege ich auszubauen. Ich habe ja hier letztens eine 1 Terabyte 7200er Platte ausgebaut und eine 256 GB SSD eingebaut, damit ich schneller Videos aufnehmen kann. Also reicht, wenn du schneller spielst? Nee. Video aufnehmen ist jetzt irgendwie nicht so mein Problem. Nee, ist auch kein Problem. War auch nie ein Problem mit der traditionellen Platte nicht. Aber ich habe irgendwie drehende Festplatte. Ich finde, die Zeiten sind vorbei. Ich will nichts mehr, was Hitze generiert. Ich will nichts mehr, was irgendwie Vibration macht. Ich will nichts, was laut ist. Ist das neu? Nee, die Musik war schon immer so laut. Nee, dieses Level hier. Du meinst die Bahn? Ja. Kam mir gerade auch nicht sehr bekannt vor, muss ich gestehen. Nein, also die lag tatsächlich hier rum und ich bin noch nicht dazu gekommen, was... Ich bin auch nicht dazu gekommen, zu www.amazon.de zu gehen. Die haben nur bis 22 Uhr offen. Ja, genau. Und dann mit unserem Affiliate-Link deine Festplatte zu kaufen. Genau. Kauf dir, wenn du noch nicht entschieden hast, kauf dir eine Samsung 850 Pro. Ja, habe ich hier auch. Die kaufe ich tatsächlich hier nebenan. Das ist irgendwie... Ist egal wo, kauf dir eine Samsung 850 Pro, die sind echt gut. Ja, die habe ich im Laptop habe ich tatsächlich eine. Die Evos sind auch nicht schlecht, aber die haben irgendwie... Ich habe einen Test gefunden, wo die mal jeden Tag einfach ständig Daten geschrieben haben
Und die 850 Pro ist die, die am längsten ausgehalten ist. Aber gut, das ist natürlich mal wieder eine Stichprobe und so. Ja, ja. Aber die Evo hat auch länger, also sie haben alle länger gehalten als ihre MTBF, die angekündigt ist vom Hersteller. Da bist du eigentlich bei jeder auf der sicheren Seite, aber... Mittlere Time to Fail oder sowas, MTF. Ja. Mean Time Between Failures. Right, right. Letzteres, genau. Ja, wir fahren, also wir sind auf der Arbeit quasi auch nur auf Samsung. Ich bin so schlecht, Anne. Doch. Ah, fuck it! Und die sind doch schon relativ beansprucht. Also so ein Bild sind halt mal immer locker 80, 90 Gigabyte. Scheiße, ich bin in die falsche Richtung gefahren. Oh Mann. Durch die Tischbeine hindurch. Und die 80, 90 Gigabyte, okay. Plus dann das ständige Lesen, Schreiben. Oh. Das sind aber noch ganz normale PCI, SATA. SATA. Dinge. Das ist SATA, ja. Das ist noch nicht M2. Nee, im Mac hier habe ich zwei M2 SATAs im PCIe Express Adapter. Die sitzen direkt im PCIe Express Bus. Ah. Und die 850 Pro, die ich hier habe, die macht so um die 500 MB schreibend und lesend. Und die M2 SATAs machen so 1,5 GB pro Sekunde. Hm. Weil der Mac Pro hat da auch nur PCIe Express 2.0. Und die neuen, die machen so 2,5 GB pro Sekunde. Das sind die heißen Samsung 951 Pro. Das sind M2 SSDs. Hm. Wenn du einen PCI Express Steckplatz frei hast und du weißt, wie du von den Dingern bootest, das ist nämlich, glaube ich, auch immer so ein Challenge, einfach mal drüber nachdenken. Macht viel Spaß. Ja, ich brauche auch irgendwie einen neuen Computer, Bauteile. Sowas wie M2 kann das Gerät hier gar nicht. Ja, kann der Mac Pro ja auch nicht, aber es gibt PCI Express Adapter. Ja, weil ich bräuchte mal irgendwas Moderneres, was nicht 5 Jahre alt ist. Ja, mein Mac ist irgendwie auch 5 Jahre alt. Ist das so? Nee, es gibt mittlerweile neue Mainboards, die haben direkt einen M2-Slot drauf. Ja, genau, sowas in der Richtung. Weil ich will ja auch mal so in Richtung VR gehen. Also virtuelle Realität. Ich weiß auch ungefähr, warum du kein Geld hast, glaube ich. Warum? Ach. So eine VR-Brille. Brille, ja. Brille. Die kostet ungefähr so viel wie eine Tischkreissäge. Die du auch haben willst, ne? Richtig. Ich kann mir kein RS4 leisten, doch könntest du. Naja, mal gucken, was so die Zukunft bringt. Vielleicht nächstes Jahr wird alles besser. Ja, das sag ich mir seit Jahren. Ja, das sag ich mir auch, weil wenn ich mir das nicht sagen würde, dann würde es ja keinen Spaß machen. Aber ich finde, so ein Urlaub ist auch immer mal wieder total gut. Oder auch jetzt meine Verletzung ist total gut, um einfach mal wieder nachzudenken. Dinge in Frage zu stellen. Ob man das, was man da macht, ob das eigentlich richtig ist. Sowas halt. Da hatte ich doch letztens so einen Glückskeksspruch gelesen. War auch irgendwas nachdenkenderweise zum Thema Veränderung. Nach Regen kommt Sonne. Ja, irgendwas so. Weiß ich, so, in meinem Fall ist das so Facebook und da gibt es so gewisse Leute. Die posten Twitter-Perlen, die einen großen Copyright-Verstoßer. Nein? Nee. Die dann starke Leute machen XY oder sowas. Echte Männer. Ja, genau. Echte Männer liken das. Kalendersprache. Da gibt es ein sehr schönes Lied von, ach, wie heißt denn die Band? Mir fällt die Band nicht ein. Truckstop, ne. Nein. Truckstop, komm, hör auf. Ich hatte wochenlang wilde Westen im Ohr. Weil der wilde Westen fängt gleich hinter Hamburg an. In einem Studio in Maschen, gleich bei der Autobahn. Hier hört man Geige, Banjo, Steel-Gitar. Hier sind sie zu Haus. Die Cowboys von der Water. Mit ihrem Nashville Blues. Liebe Was meinst Zuhörende, du? Zuhörer, es tut mir echt leid.
weil ich höre gerade Rentnerradio. Ey! Ich war schon auf dem Truckstop-Konzert. Das ist ja... Truckstop ist auch nicht das Schlechteste, was auf diesem Sender läuft. Danke. Das wäre Helene Fischer. Alter. Warum? Ja, weil sie den spielen, oder? Ja. Aber wieso hörst du Rentnerradio? Weil ich das Nicht-Rentnerradio nicht mehr reinkriege in der Küche. Und das habe ich am Zeit Anfang gar nicht gemerkt, hab, weil die zwei Sender dicht nebeneinander liegen. Und es ist mittlerweile gar nicht mehr so rentnerisch. Merk, nicht nach Hannover ziehen. NDR 1, Niedersachsen. Der Vorteil ist, es hat keine unerträgliche Morningshow. Ich höre ja gar kein Radio mehr. Ich habe jetzt Radio höre ich nur WDR 5. Ich hab jetzt im Ist das nicht der Rentnersender vom Westdeutschen Rundfunk? Nein, das ist keine Ahnung. WDR 5 ist halt so ein Laberradio, wo die irgendwie 10 Minuten reden, eine Minute sollte die aktuelle Musik machen. Ich dann immer an Nils denken muss und dann wieder reden. Was machen die? Was für Musik? Pseudo-intellektuelle Musik. Oder spielen sie einfach mal Jazz oder Klassik oder irgend so ein Geraffel. Oder so Zeug halt. Ich mag ja Deutschlandfunk sehr gern oder jetzt im Autoradio FM4. Was soll das? FM4 ist aus Wien. Ja. Empfängt man hier in Norddeutschland nicht so gut. Gibt's Internet? Die streamen. Ah. FM4 muss ich dir nächstes Mal Kabel ins Auto legen. Bitte was? FM4 war immer sehr nett. Ja, genau. Fand ich auch. Und da hat auch irgendwie. 41, 42, 43. Habt ihr das gesehen? Ja. Knappe Kiste. Ja, fick dich, du Ficker. Yes, sir! Also ich habe ja, wenn ich Auto fahre, und ich fahre ja viel Auto... Ach, das ist dieses bekackte Level mit den... Brett. Ich höre ja beim Autofahren sehr viele Hörbücher. Ich überlege sogar, ob ich nicht Kunde bei Audible werde. Weil du hast irgendwie keine Alternativen zu dem Gerät. Ja, das kann gut sein. Krass, ich glaube, ich habe gerade eine Abkürzung gefunden. Nein! Ja, das geht halt irgendwie blöd, wenn du irgendwie zu dritt im Auto sitzt und die anderen beiden sind auch wach und dann ist ja nicht unhöflich. Obwohl, nee, man könnte das natürlich mitnehmen. Ja, man könnte es mitnehmen. Wie hörst du denn Hörbücher über dein Autoradio oder über Kopfhörer, Handy? Über mein Autoradio. Also ich sitze da jetzt nicht im Auto und habe Kopfhörer auf. Ja, das mache ich halt schon. Wenn ich Podcasts höre im Auto. Naja, solltest du nicht tun. Weil das, glaube ich, gar nicht mal so legal ist. Doch, ist legal. Darfst du. Du darfst ein Headset aufhaben im Auto. Okay, apropos legal. Ich stehe im absoluten Halteverbot an Schultagen von 7 bis 18 Uhr. Was heißt das? Heißt das morgen? Hier sind morgen noch Ferien. Es ist kein Schultag dann, ne? Das ist dann kein Schultag, richtig. Glaubst du das oder weißt du das? Also logisch betrachtet geht es mir nämlich genauso, aber ich würde mich... Wenn das Uhrzeit- und Datumschild oder das Zeitschild direkt am Verkehrsschild ist, dann sind die miteinander unverknüpft. Ja, genau. Aber was heißt Schultage? Wann ist Schule? Ja, aber ich finde dazu nichts. Und dann habe ich irgendwie im Internet gelesen, hey, das hat damit zu tun, das ist Ländersache. Also dieses Schild wird sehr selten benutzt und ist länderspezifisch ausgelegt. Ja, weil unterschiedliche Schultage... Ja, das verstehe ich. Außer Ostern und Weihnachten. Ja, aber Osterferien sind trotzdem unterschiedlich, nein, oder? Also mir weiß wurde jetzt am Donnerstag noch erzählt, dass die Osterferien... die einzigen Ferien sind, die überall gleich sind. Okay. Ich dachte, Niedersachsen hätte die eine Woche verkürzt für ihre komischen... Das gibt's nicht. Herbstferien.
keine Ahnung. Das so gibt's doch Person, nicht. Die mir das erzählt hat, wollte ich jetzt nicht wieder direkt widersprechen. Weil sie hatte ein Osterhasenkostüm an. Scheiße. Ich komme hier auch irgendwie gerade nicht weiter und hier sollte mal jemand unterm Schrank sauber machen. Oh! Ich glaube, dass der Jens gerade die Führung übernimmt. Ja, ich habe auch aber deutlich zu viele Schläge gebraucht, um von da in das Loch zu kommen. Naja, aber... Sag ich doch. What? Wieso? Hä? Hä? Wieso bin ich ein Erster? Ich dachte, wir hätten eben... Weil du immer Erster bist. Ja, ich habe irgendwie zwischendurch aber bei irgendeinem Level sehr große Probleme gehabt. Ach so, das war mit dieser Treppe nach unten. Ah. Wie macht ihr das? Vollgas dadurch? Nee. Scheiße. Oh. Ich bin jetzt auf 3/4 vor Vollgas. Und da trifft man ins Gesicht. Ja. Das habe ich gerade selbst herausgefunden. Was? Hä? Wie geht das denn? Wie habt ihr das gemacht? Keine Ahnung, ich bin auch am Anfang. Ach so, deshalb siehst du so gelb aus. Oh, ich hab's geschafft. Ja, Wie viel hast du benutzt? Bin jetzt bei meinem 6. Nein, Kraft? 3/4. Also 3, beim dritten Strich. Ja. Oder 75%. Ah, das hilft. Ach, ich will eh kein Erster mehr sein. Du hast jetzt 20 Schläge. Ich weiß ja nicht, wie ihr das macht da drüber. Ihr könnt mich doch mal kreuzweise. Zwischen die Beine und 3/4 Stärke. Was auch immer das jetzt war, das war nicht 3/4 Stärke. Nee, ich wollte halt irgendwie mal eine andere Position haben. Um dem armen Affen noch wieder auf die Schnauze zu hauen. Genau das. Oh, ich habe hier noch 15 Sekunden. Bleib nicht. Scheiße. Wie soll ich das denn hier machen? Ah. Gute Idee, schlechte Ausführung. 2, 1, Alter Falter, ey. Ach, nicht das schon wieder. Nein. Mr. Magic hat's geschafft. Boah, Synchrongolfen. 1, 2, 3. Ah. Yes. 1, 2, 3. Na, fast. Das war's? Nee, war nicht. 4, 4, 4. Oh, the shit. Number of the beast. Mein Lieblingswitz dazu, was ist 599? Number of the Beast, one off. The retail price of the beast. Six, six, seven, the neighbor of the beast. 6, 6, 5. Der Philosophie, Gewalt durch Geschicklichkeit, Geschicklichkeit durch Gewalt auszusetzen, funktioniert nicht. Verdammt! Yes. Naja, es ist noch nicht aller Tage Abend. Und ich bin so froh, wenn diese Scheißmusik endlich aufhört. Buh! Ist das geil. Was ist denn da passiert? Was ist denn hier gerade passiert? Hat mir jemand ein Bein... Ach, da ist ein Hügel! Dreidimensionale Wahrnehmung. Das muss man doch dazu schreiben. Och, F dich, du F-Ball. Das war fast gut, aber leider.
eine Abkürzung? Ich kann meine Kamera nicht benutzen. Warum nicht? Was ist für eine Kamera? Die Freecam, weil ich ja wissen wollte, wo ich hin muss. Wer sowas benutzt, ist ein Cheater. Nee, wer das benutzt, hat die Anleitung gelesen und kann C drücken. Siehst du? Cheater. Double Bogey. Ach, du heißt das ja auch C. Der Cheat Key. Ich schreib kurz. Cheat Key. Hä? Scheiße. Vollgas! Oh. Lass das mal. Okay. Mach mal nicht Vollgas. Hä? Ich kann die Cam nicht benutzen. Ah doch, kann ich doch. Huch! Ach du Scheiße. Ich lieg aber auch selten bescheuert. Das ist auch neu. Nee, du liegst... Nein. Naja, ich weiß nicht, ob das so schon mal war. Ich glaube aber... Nein, runter, runter. Oh! Oh, cool. Also wenn man auf der Umrandung liegen bleibt, zählt das. Hilft nur nichts, weil dann... Doppelbogge. Bogey. Nein. Yes. Ich erkämpfe mir wieder Abstand, wie das hier aussieht. Ja. Definitiv. Definitorisch. Das ist nicht das Loch, das du suchst. Mist. Na. So, zwei Bahnen. Zwei Bahnen. Ach, Germany. Warpua. Das ist auch demnächst irgendwann, ne? Was? Keine Ahnung. Nein. Germany. Zero was? Point. Allemand. Ach, ist der schon wieder? Müsste jetzt weiß nicht. Irgendwie... Guckt ihr das? Guckt ihr sowas? Ja, es ist großartig schlecht. Nein. Richtige Antwort. Also nein. Also nee, ich guck's auch nicht. Großartig schlecht. Du bist auch so ein kleiner Katastrophentourist, oder? Ja. Okay. Ich schäme mich dann immer fremd so ein bisschen. Also... Das ist... Nee, kann man mir nicht sagen. Nee, das ist bei dem... Nee, stimmt auch gar nicht bei diesem Format. Das bisschen aber stimmt nämlich gar nicht. Was? Ich fremdschäme mich nicht ein bisschen. Nee, ich... Ach, nee, das... Fremdschämen ist auch nicht das richtige Wort bei der Veranstaltung, finde ich. Aber irgendwie, ich weiß nicht... Bekanntschämen? Nee, es bringt... Es bringt mir auch irgendwie nichts. So, der Farko, da rollt der Verlierer Richtung Loch. Nein, jetzt rollt der Verlierer Richtung Loch. Loch. Naja, dass Jens nicht mehr um die Punkte kegelt, das ist schon länger klar. Kegel? Also. Oh, das ist aber ärgerlich. Eieiei. Gab's die schon mal? Ja. Okay, ich bin gerade ein bisschen verwirrt. Kann mich jetzt auch nicht dran erinnern. Das sah so fremd aus, ne? Aber doch, ja. Die Babys, die da rumhacken, die gab's schon bestimmt. Oh nein! Du verschissener Drecksball! Selber. Das kann nicht sein, das kann nicht sein. Ach Mann. Ja, mir ging's ähnlich. Hm.
Ja, das war bis zum 15. Loch nochmal knapp. Danach nicht mehr so ganz. Vielen Dank, dass ihr heute eingeschaltet habt hier bei Resident... Oh, nee, du musst abmoderieren, Jens. Ich soll abmoderieren? Ja, ich habe ja anmoderiert. Richtig. Genau. Vielen Dank, dass ihr uns wieder besucht habt, wie wir versucht haben, runde Dinger in runde Dinger zu kriegen. Weil das Runde muss ins Runde. Ein Versuch war's wert. Bis morgen oder nächste Woche. Whenever. Ciao. Ciao.